Ja, liebe Fans des deutschen Basketballs, ergo freut sich heute diese Partnerschaft mit dem Deutschen Basketballbund bekannt geben zu dürfen. Wir wollen für die nächsten 2 Jahre mal mindestens, gerne vielleicht danach auch darüber hinaus, Partner sein der deutschen Nationalmannschaft und des Deutschen Basketballbundes, Partner aber auch insbesondere der Fans des Basketballs. Deswegen werden wir als ergo eine ganze Reihe von Projekten gemeinsam mit dem DBB organisieren, die eigentlich als Zielgruppe nicht nur die Basketballmannschaft, sondern auch die Fans haben. Denn die Fans, das wissen wir, sind der wichtige Unterstützer im Spiel. Und wir haben es heute auf der Pressekonferenz gehört, die Basketballnationalmannschaft lebt und spielt für ihre Fans. Sie als Fans sind die Unterstützer der Nationalmannschaft. Jetzt gibt es einen mehr, das ist ergo. Wir freuen uns, gemeinsam mit den Fans Partner des Deutschen Basketballbundes sein zu dürfen. Die Ergo-Versicherungsgruppe und der Deutsche Basketballbund geben in Düsseldorf auf einer Pressekonferenz die zweijährige Partnerschaft bekannt. Bereits seit 1. Januar 2013 ist die Ergo neuer offizieller Sponsor des DBB und legt sein Hauptaugenmerk auf die Fans der Basketballnationalmannschaften. Für den Länderspielsommer 2013 sind spezielle Projekte für die Fans der DBB-Teams geplant. Ergo-Vorstand Dr. Rolf Wisswesser und DBB-Präsident Ingo Weiß besiegeln die Partnerschaft symbolisch. Für uns ist es natürlich eine hervorragende Sache, weil wir mit der Ergo-Versicherungsgruppe einen tollen, etablierten und einen der größten, ich glaube sogar den größten Versicherungspartner in Deutschland akquirieren konnten. Die Ergo-Versicherungsgruppe passt einfach zum DBB, weil wir in vielen Gesprächen Synergien festgestellt haben. Wir werden uns insbesondere jetzt um unsere Fans kümmern, gemeinsam mit der Ergo-Versicherungsgruppe. Und ich glaube, in Ergänzung zu unseren bisherigen Partnern ist ergo so ein Partner, der das gesamte Sponsorenbild des Deutschen Basketballbundes abrundet. Natürlich ist dieses für unsere gesamten Mitgliedsorganisationen natürlich sehr hilfreich. Wir werden dadurch stabil bleiben mit unseren Finanzen und mit unseren Projekten. Und ich denke, das ist für uns eine hervorragende Sache. Unter der fachkundigen Anleitung von DBB-Bundestrainer Frank Menz schließt die Pressekonferenz mit einer Mitmachaktion für die 4000 Ergo-Mitarbeiter in Düsseldorf. Vorstand Dr. Wisswesser zeigt sich dabei ähnlich treffsicher wie DBB-Nationalspieler Mathis Mönninghoff und DBB-Präsident Ingo Weiß. Es ist sehr wichtig, dass wir ergo für die Basketballsportart gewinnen konnten. Ich habe gerade gehört, dass Sie sich schwer engagieren wollen, was Fanprojekte anbelangt. Und ich glaube, das ist für uns ein großartiger Partner. Ich habe ja gehört, wie mit welchem Enthusiasmus alle Beteiligten hier rangehen an die Sache. Und ich glaube, dass das für die Zukunft eine tolle Sache sein wird. Ja, ich finde es gut, dass die Ergo-Versicherungsgruppe ein Fanprojekt leitet und ist einfach schön für die Fans und auch für die Spieler, dass wir mehr miteinander zu tun haben werden. Und ja, das finde ich toll.